Guten Morgen, meine Lieben. Was wollte ich jetzt machen? Wo ist meine Haarbürste? Bin jetzt komplett benebelt. Moment. Habe ich meine Haarbürste nicht im Badezimmer? 2 Stunden später. Okay. Hallöchen, mein Lieben. So, also, Hallöchen, mein Lieben. Heute ist Montag und meine Haare schauen echt lustig aus. Habe sie ja gestern im Dutz getragen. Und jetzt ein bisschen Trockenspray rein. Und dann müssen wir los. Wir müssen jetzt nämlich zum Tierarzt. Die Goldi wurde ja kastriert. Also habe ich das auf YouTube überhaupt erwähnt. Aber Emmy und Goldi haben wir kastriert. Also bei der Emmy war es genau der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, in Deutschland kastriert man die Hunde nicht, oder? Aber in Österreich muss man Tierschutzverein und auf jeden Fall kastrieren. Das ist so Pflicht. Und die Emmy wurde kastriert, kurz nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Ja, das war so der richtige Zeitpunkt. Und die Goldie, da haben wir die Ärztin gefragt, wann wir sie kastrieren sollen, weil sie halt ja Babys bekommen hat. Und die hat halt auch gesagt, ja, so circa 1 bis 2 Monate, nachdem sie ihre Babys bekommen hat. Ja, und das war schon. Also das ist alles schon passiert. Und heute wird bei der Goldie nur mal die Nähte gezogen. Bei der Emmy ist das alles auch schon längst Geschichte. Ja, die Sophie ist ja schon kastriert, die haben wir schon damals, wie sie 1 Jahr alt war, circa kastrieren lassen. Weil man muss ja immer warten, der Hund muss ja immer einmal bluten, also einmal die Tage bekommen, die Hündin. Und danach wartet man 1/2 Jahr und das ist die erste Blutung bekommen die meisten Hunde, ich glaube, mit 1 Jahr circa ungefähr. Ja, also wenn der Hund 1 Jahr alt wird, heute ist Nähte ziehen dran und danach müssen wir gucken, was wir alles heute noch zu erledigen haben, da der Papa heute wieder am Abend nach Deutschland fährt, weil er morgen Termine hat für Hühnervorführungen in Deutschland. Deswegen fährt er heute am Abend los, übernachtet dann in einem Hotel und morgen hat er dann seine Termine. Die Goldi ist ein braves Mädchen, gell? Sie kommt immer, wenn man sie auf Goldi kommt. Ja, fein, feines Mädchen. reißt hier mein Spiegel nieder. Ja, feines Mädchen. Achso, das wollte ich auch mal sagen. Das ist übrigens eine Retrieverleine. Viele haben mich mal gefragt, ob das eine Würgeleine ist. Nee, das ist eine Retrieverleine. Die schaut so aus. Schaut mal, die passt man direkt an die Größe des also Hals ist an, also die kann nicht enger werden. Man passt sie halt einfach so an, dass sie genau passt. Und dann schlupfen die Hunde mit dem Kopf nur rein und dann macht man das hier zu. Dann ist sie fix, aber wie gesagt, es ist halt angepasst an dem Hals des Hundes. Das ist einmal hier Sophie und einmal Emmy. Und die Welpen sind immer ein bisschen grob zu armen, Sophie, gell? Ja. So, jetzt sind wir fertig. Hallöchen auch von mir. Ich muss leise reden, weil der Kleine schläft noch da. Wir sind schon beim Tierarzt angekommen, die Mama ist ausgestiegen, sie holt die Goldi raus. Nochmal piep. Wieder zu Hause und ja, meine Frisur nervt mich ein bisschen. Was ist das? Egal. Ja, wir sind mal wieder zu Hause und alles gut verlaufen, nur die Nähte gezogen, weil jetzt nichts Dramatisches. Und aktuell sind wir im Büro, der Bauer macht seine Unterlagen fertig, weil der fährt ja auch heute am Abend nach Deutschland und habe ich ja gesagt in der Früh, dass er seine Termine hat. Schaut mal, wie Zwillinge. Goldi, geht? Oh, feines Mädchen. Ja, feines Mädchen. Ja, wer ist mein Goldi Mädchen? Gut, 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 gut. Lucy? Sophie? Sophie, sieht? Sophie? Sophie? Sieht? Sophie, sieht? Feines Mädchen. Ja, ich bin Mamas Mädchen. Hey, nein! Komm mal! Bella? Komm! Bella! Bella!
Du bist nicht die Bella, du bist auch nicht die Bella. Das ist die Bella, ja, sehr gut. Du machst schon Sitz, ja, fein. Du machst schon Sitz. Bella, Platz. Platz. Platz, Platz. Ja, gutes Mädchen, gutes Mädchen. Oh, gutes Mädchen, ja, feines Mädchen. Versuche jetzt immer wieder, nämlich die leckerli-freien Übungen zu machen, weil dass sie nicht so extrem auf die Leckerlis getrimmt sind, sondern dass es auch so funktioniert. Oh, es ist so schwül bei uns. Ganzen Putzen habe ich das hier gemacht. Schaut mal. Oh. Ein kleiner Astronaut. Hier? Mama macht gerade ein Foto. So groß ist mein Popschen. Habe jetzt gerade eine Tapete gebastelt. Gib aber, kannst du die Kamera einschalten? Die Lampe. Ist halt besser aus, oder? Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich werde jetzt das Foto machen. Ist okay, das sieht man eher noch stärker. Maximal, aber es ist ja schon maximal. Und ihr seht es auf Instagram, falls ihr es sehen wollt. Schaut vorbei. Papa fährt jetzt. Wir packen jetzt seine Sachen. Haben wir auch Kabanassi für uns? Für Papa eher. Nicht für uns. Soll das mitnehmen? Sicherheitshalber. Wobei er. Papa hat doch den grünen Pass am Handy, oder? Ja, trotzdem. Papa, wir haben dir dein Impfpass auch eingepackt. Ja, Corona-Dings da. Ich liebe die. Ah, was? Junge. Pass auf, hör auf. Nicht plastik sein. Pass auf, oder? Fairer Mann. Großer Mann. Lisa, tschüss. Gibst du Kussi? Was machen die Welpen mit der Sophie? Zerstörung. Papa, ich nicht mitnehmen, aber ich will nur ein Spielzeug. Ich will auch ein Spielzeug. Ich will auch ein Spielzeug. Tschüss. Tschüss, Papa. Vorsichtig, ja? Hühler dabei, alles, Nimbus-Set, Wischtücher, ja? Ja, warte. Schreib mir, gell, wenn du angekommen bist. Ruf mich an. Viel Erfolg. Gute Fahrt. Steck dein Handy gleich sofort an. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Heute ist Dienstag und der Papa, der ist ja in Deutschland, der kommt aber heute Abend wieder zurück. Und was wollte ich sagen? Also ich versuche ja schon den ganzen Vormittag und Tag zu euch mitzunehmen, aber ich schaff's einfach nicht. Das ist, wenn ich dann ganz alleine bin mit den Kindern und dem Haushalt und den Hunden, dann habe ich kaum eine ruhige Minute, um mal wirklich die Kamera zu nehmen und mit euch zu quatschen. Es ging bei uns gleich am Morgen gleich turbulent los. Hunde raus, Hühner am Stall aufmachen, dass die Hühner rausgehen, füttern, also Futter rausstellen, Wasser befüllen und frühstücken, Kaffee trinken. Ich habe auch noch gearbeitet, aber Lisa will euch was sagen. Bitte, Lisa. Der Mama hat mir gesagt, wir gehen in Bällebad. Die Mama hat gesagt, wir gehen in Bällebad. Ja, wir gehen jetzt ins Bälle, also in seinen Indoor-Spielplatz, weil bei uns hat es gestern schon... Bällebad. Da ist ein Bällebad. Mhm. Aber sehr laut gedonnert. Es hat gedonnert gestern, sehr genau. Sehr laut. Wirklich sehr laut. Die Kinder hatten alle Angst. Komm, geh runter von der Couch, dass du so runterfliegst. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt beschlossen, mit den Kindern rauszugehen, also ein bisschen auspowern, weil sonst knabbern sie mir meine Nerven an.
Nein, nein, nein. Nein, doch. Und die Kinder ausgepowert. Doch. 6,5 Stunden später. Ja, und ich ziehe mich mal an. Ich habe noch mein Pyjama an, also mein Schlafshirt und meine Kuschelhose für zu Hause. Du bist lieb. Du bist lieb. So, geht's mal alle Schuhe anziehen. Ich muss den Philipp noch anziehen und also, er kriegt noch eine Hose. Aber ich habe keine Hose an. Du schon, aber du hast noch keine Schuhe an. Ja, die Kinder bringen jetzt noch die großen, also die Hunde raus. Die Welpen sind jetzt gerade aktuell Gassi. Die Goldi war vorhin schon. Die Childe ist hier. Goldi! Goldi! Ich bin eingerutscht. Du bist ausgerutscht. Die Luisa ist recht überdreht, wie ihr hört vielleicht. Da ist die Sophie, der Bee. Und die Amy chillt im Vorraum. Und der ist der Beef. Die Goldie hat die ganze Zeit da geschlafen. Ja, die Goldie ist eine kleine Schlafmütze. Ich muss ihr Bein ausstrecken. Video Mama ist kleine Schlafmütze. Ja, mein Schatz, Goldie. Ja, die Sophie ist auch mein Schatz. Ja, alle sind eifersüchtig. Alle muss man gleichzeitig streicheln. Ja, mein Lieben. Schau dir an, die Sophie. Der hat sie wohl reingezwirbelt und einen Kopf da reingeschickt. Javi. Und nachher schmeckt? Ja. Jetzt ist der Bummer. So, meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause angekommen und ich stehe jetzt in der Küche und koche was für den Bamba, weil der mir geschrieben hat, dass er hungrig ist, kommt dann aber zu circa gegen 2 Uhr erst an. Deswegen werde ich ihm jetzt was vorbereiten. Ich habe heute schon Hühnerfleisch abgetaut. Das wollte ich eigentlich jetzt kochen. Aber ja, wir waren doch sehr lange im Indoor-Spielplatz und deswegen ja, ging sich das nicht mehr aus, deswegen haben wir unterwegs gegessen, haben Tee gesehen und beim Vapiano waren wir. Nur so als Info, weil Burger und Co. ne, wollte ich keinen und ich wollte irgendwas anderes auf jeden Fall. Koche ich jetzt mit dem Papa schnell einen Reis im Thermomix, deswegen habe ich den Thermomix jetzt schon an und im Backofen mache ich ein Hühnchen. Jo, ja, ich zeige euch dann, wie es auch schon. Hey meine Lieben, ich wollte mich gestern Abend noch melden und euch das Essen zeigen, aber ich war so kaputt, so müde und es war dann so stressig. Der Kleine war unruhig, Kinder mussten ins Bett gebracht werden und dann mitten in der Nacht ist dieser Herr hergekommen. Ich bin aufgetaucht um 2 Uhr in der Früh. Ja, hat dann noch gegessen, aber ich habe dann schon geschlafen. Also ja, und wie hat dein Essen dir geschmeckt? Es war sehr, sehr gut. Danke, Mama. Ihr habt das nicht mal gesehen. Ja, auf jeden Fall wollten wir uns jetzt eigentlich vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat auch gefallen. Deswegen Daumen nach oben, würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen. Genau, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Bye, bye.